Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zusammenbau-Tutorial bezüglich des Icarus. Der Icarus ist ein alternativer Druckkopf für Kiddy-Drucker XMAX, XPLUS, XMAKER und iMAT S. Hier sehen wir nun den aus PC-CF gedruckten Käfig des Icarus 2.1. Dieser stellt das Grundgerüst für den gesamten Aufbau dar. Konstruiert wurde er von Hjumbeam, einem schwedischen Ingenieur. Weitere Teile sind zum einen der Mount. Hier können unterschiedliche Extruder, Hotend-Konfigurationen realisiert werden. Hinzu kommt noch der Riemen-Mitnehmer, an dem der Icarus gezogen wird, der Riemen-Spanner, der, sofern man offene Riemen verwendet, mit dem Mitnehmer zusammen eine Spannvorrichtung ergibt, und natürlich die Luftführung für die Bauteilkühlung. Diese wird nach dem Anbringen des Icarus einfach unten gegengeschraubt und sorgt für optimale Kühlung, speziell beim Drucken von PLA. Nun haben wir alle zu druckenden Teile besprochen. Kommen wir nun zu den technischen Teilen, die benötigt werden. Wir brauchen unbedingt das PCB-Board von Kiddy, das dient als Verteiler, damit wir das Flachbandkabel weiterhin nutzen können und der Icarus zu einem Plug-and-Play-Druckkopf wird. Nun kommen wir zu den Komponenten, die ich sehr gerne verwende. Hier verbaue ich sehr gerne den Bontech LGX Lite Large Gears. Durch die großen, von außen zugänglichen Antriebsrädern lässt er sich leicht reinigen und kann so ziemlich jedes Filament extrudieren. Weiterhin bin ich ein Riesenfan von dem Fertus Dragon Hot End. Hier kann man mit nur einer Hand die Düse wechseln, was das Wechseln unglaublich einfach macht. Übrigens kommt das Dragon Hot End mit einer nickelbeschichteten Kupferdüse, was natürlich ziemlich nice ist. Der Link zum Dragon Hot End von Amazon befindet sich übrigens in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir natürlich noch einen Temperatursensor. Dieser hier kann Temperaturen bis 500 Grad messen, ist also für jedes Filament geeignet. Zu guter Letzt muss natürlich noch die Keramikheizpatrone eingebaut werden. Ich verwende hier meistens 60 oder 70 Watt Heizer, aber man kann auch 50 Watt Heizer verwenden. Je höher die Heizleistung, desto stabiler kann natürlich auch die Temperatur am Hotend sein. Jetzt haben wir schon fast alles zusammen. Fehlen nur noch die M3 Gewindeinsätze. Diese sind übrigens hier. So, jetzt geht's endlich mit dem eigentlichen Zusammenbau los. Zuerst müssen die Gewindeinsätze eingesetzt werden. Ich zeige einmal, wo die hingehören. Also hier für den Mount. Zwei Stück, dann drehen wir das Ganze ein bisschen für den Bauteilkühler ein. So, auf dem Boden für die Luftführung auch nochmal vier Stück. Es gibt zwar noch ein paar, aber die finde ich optional und müssen nicht sein. Ich habe hierfür einen speziellen Aufsatz, aber es geht auch mit einem ganz normalen Lötkolben. Einfach den Gewindeeinsatz darüber stülpen und bei ca. 400 Grad Celsius vorsichtig einpressen. Das dauert ein bisschen, also man braucht ein bisschen Geduld. Wichtig ist, dass die Gewindeeinsätze gerade eingepresst werden. Hierzu kann man eine feuerfeste Platte als Hilfe nehmen, damit die Einsätze auch richtig ausgerichtet sind. Das weitere Einpressen zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf, damit das Video nicht zu langweilig wird. Übrigens habe ich euch alle relevanten Links in die Videobeschreibung gepackt. Bestellt ihr etwas über die Amazon-Links, bekomme ich dafür auch eine kleine Provision. Bei allen anderen Links bekomme ich allerdings keine Provision. Jetzt sind wir fast fertig mit den Gewindeeinsätzen. In den Spanner müssen noch welche eingesetzt werden, genauso wie den Mount, der den Extruder hält. So, jetzt haben wir es geschafft. Alle Gewindeeinsätze sind drin. Nun müssen wir noch die Technik vorbereiten. Hierzu die richtigen Kabellängen abmessen, abisolieren und mit einer Crimpzange die Stecker befestigen. Speziell das Kabel vom Temperatursensor ist ein wenig tricky und erfordert viel Fingerspitzengefühl. So sehen übrigens die verwendeten XHF-Stecker aus. Diese sind notwendig, damit wir das Kiddy-PCB-Board verwenden können. Ich zeige das Krimpen einmal langsam. Wichtig ist, dass nicht zu fest gekniffen wird, ansonsten geht der Draht kaputt und man darf alles nochmal machen. Wir müssen alle elektronischen Bauteile mit diesen Steckern versehen. Den Hotend-Lüfter, Bauteillüfter, Extrudermotor und Temperatursensor. Dieser ist wie bereits erwähnt ein wenig tricky und muss mit dem Schrumpfschlauch abgesichert werden. Ja, ich weiß, normalerweise macht man das nicht mit dem Feuerzeug, aber ich hatte gerade nichts anderes zur Hand. Als letztes mache ich noch den Extruder fertig. Hier ist es wichtig, die richtige Reihenfolge der Kabel am Stecker zu beachten. Je nach gewähltem Extruder sieht diese Reihenfolge nämlich anders aus. Näheres dazu unter Printables im Guide von Hjumbeam. Nun sind alle Bauteile mit dem richtigen Stecker versehen und wir können den Extruder vorbereiten. Dazu muss dieser aufgeschraubt werden und die quadratischen Einsätze eingesetzt werden. Insgesamt brauchen wir drei Stück. Das sind die Muttern, die am Ende den Extruder am Mount festhalten. Jetzt wieder alles zusammenschrauben und dann können wir auch gleich das Hotend vorbereiten. Das Hotend von Fertus wird immer mit einem kleinen Aufsatz geliefert. Den brauchen wir allerdings nicht und können ihn daher abschrauben. Wenn wir das getan haben, können wir den Extruder mit den mitgelieferten Schrauben am Adapter befestigen. Wichtig ist hier, dass der Heizblock eine definierte Ausrichtung hat. Dieser sollte von vorne betrachtet nach rechts zeigen, damit es auch nachher alles wieder zusammenpasst. Nun muss noch ein kleines Stück PTFE abgeschnitten werden und eingesetzt werden, damit das Filament vom Extruder kommt bis zum Hotend geführt werden kann, ohne dass es auf dem Weg dorthin abhauen kann. Das ist speziell bei TPU wichtig. Ist das erledigt, schaut ein kleines Stück PTFE aus dem Mount heraus.
Hier wird der Extruder dann aufgesetzt. Der Extruder wird anschließend mit zwei Schrauben von unten und einer Schraube von der Seite befestigt. Das ist eine Besonderheit des Bontech LGX Lite. Jetzt muss nur noch der Temperatursensor und die Heizung in den Heizblock eingebaut werden. Das ist schnell gemacht, da schon alles ab Werk vorbereitet ist. Es sind ja nur zwei Schrauben. Jetzt wird der bereits vollständig aufgebaute Mount an den Icarus reingeschoben. Sobald wir das gemacht haben, muss der Hot-End-Lüfter noch eingesetzt werden. Ich verwende hier immer die 24 Volt Lüfter von Sanon. Ein Link befindet sich in der Videobeschreibung. Nun noch alles festschrauben und das Kili PCB-Board ebenfalls im Icarus befestigen. Das jetzt auch noch ein bisschen festschrauben und dann können wir uns um die Stecker kümmern. Die Kabel, die jetzt so wild durcheinander liegen, müssen nun am Extrudermotor vorbei nach oben geführt werden. An der rechten unteren Seite des PCB-Boards ist eine kleine Öffnung. Dort stecken wir die Kabel durch. Zuallererst das Kabel des Heizblocks. Danach können wir die restlichen Kabel in das Board einstecken. Jetzt montieren wir noch schnell den Bauteillüfter und stecken die Kabel ebenfalls in das Board ein. Nachdem wir alle Kabel eingesteckt haben, können wir das Ganze mit Kabelbindern aufräumen. So, nun sind wir endlich fertig und alles ist erledigt. Der Icarus ist jetzt einsatzfähig. Jetzt muss eigentlich nur noch die Firmware angepasst werden, aber das ist ein Kinderspiel. Näheres davon, wie immer, auf der Seite von Humebeam. Möchtest du auch einen haben? Dann melde dich auch einfach bei mir, ich baue dir gerne einen zusammen. Eine E-Mail an shop@cl-performance.de ist ausreichend und dann können wir eine Runde schwatzen. Alle notwendigen Links findest du wie gewohnt unterhalb des Videos. Hat es dir gefallen? Dann lass doch einfach ein Like da. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen.